Was haben wir mit dieser Veranstaltung vor? Wir wollen, genau wie das hier stattfindet, diese professionelle Veranstaltung in 10 deutsche Großstädte multiplizieren. Sie haben gefragt, was steckt dahinter oder was macht diesen B2Run in München so erfolgreich? Er ist absolut gesetzt, er hat einen unglaublich hohen Bekanntheitsgrad inzwischen. Viele von Ihnen haben es vielleicht mitbekommen, unser Medienpartner, die TZ, hat allein die letzten 14 Tage beinahe täglich eine komplette Seite uns gewidmet, wo sie die einzelnen Teams vorgestellt hat, wo man schon so ein bisschen auch den Spirit erkennt, der dahinter steckt, wo man die Freude sieht, mit der die Unternehmen dabei sind. Und ich freue mich gleich auf die Ausführung von Herrn Dr. Breziner, der auch aus Unternehmenssicht noch mal ein bisschen was dazu sagen wird. Wir werden auch draußen nochmal viele Sachen rangetragen, dass teilweise in Recruiting-Gesprächen schon vom B2Run erzählt wird. Also wenn sich Leute bei Firmen vorstellen, dass die Firmen dann sagen, ja, und wir laufen auch jedes Jahr beim B2Run in München mit. Und das ist mit Sicherheit ein Thema, was dieses Projekt so beliebt macht. Ein weiterer Punkt und Beispiele aus dem realen Leben machen die Themen auch greifbar. Wir haben in Hannover eine Erstveranstaltung gemacht mit 2300 Menschen. In München waren es damals 2500 Menschen. Laufen in die AWD-Arena rein und man sieht hinterher, man schaut wirklich in 2300 glückliche Gesichter nach diesem Lauf. Die Leute rennen durch das Stadion, alle Menschen sind fröhlich, wir hatten schlechtes Wetter, es war schlechter als im Moment hier draußen, aber die Leute sind trotzdem zufrieden und einer Umfrage zufolge haben 98% gesagt, wir kommen nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Und bringen noch 2 bis 3 Leute mit und so hoffen wir, dass wir ähnlich wie in München diese Veranstaltung ausbauen können. Ja, und die Wertigkeit dieser Veranstaltung erkennt man auch daran, wie dieses Podium hier besetzt ist. Und deswegen möchte ich dann schon sehr gerne auf die liebe Frau Bürgermeisterin überleiten, die ja auch, glaube ich, ein großer Fan des B2Run in München ist. Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal hoffe ich, dass das Wetter heute Abend hält. Das ist das Wichtigste. Regnen darf es ein bisschen, aber die Gewitterfronten, die für heute angekündigt sind, sollen hoffentlich an München vorbeiziehen, beziehungsweise hier am Olympiapark. Da habe ich natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse daran, dass sie vorbeiziehen. Ich werde heuer zum 5. Mal mitlaufen, also den ersten habe ich aus irgendwelchen Gründen verpasst, aber es ist heute das 5. Mal und Sie sehen auch, wir haben von der Stadt jetzt auch wieder ein wunderschönes Trikot, das kann ich hierher zeigen, weil wie gesagt, Münchner Kindl ist drauf, also das ist unser neues Trikot. Und wir laufen dieses Jahr mit über 1000 Kolleginnen und Kollegen mit. Letztes Jahr haben wir gedeckelt wegen des 850. Geburtstags auf 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und dieses Jahr sind es 1010. Und auch bei der Stadt München ist es, aber das werden wir sicher dann noch hören, ein identitätsstiftendes Ereignis unter den städtischen Beschäftigten. Das ist ein Ereignis, auf das man sich auch schon seit längerem vorbereitet. Also in unserem Intranet gibt es dann einen eigenen sozusagen virtuellen auch Lauftreff. Es gibt natürlich auch einen richtigen, es gibt alles Mögliche zum Thema Laufen dort nachzulesen. Und was das Schöne ja eigentlich beim B2Run ist, er ist das größte Laufereignis der Stadt in der Stadt München. Wir haben noch 2 andere größere Ereignisse, den Stadtlauf und den Marathon dann im Oktober. Aber die sind natürlich auch schon ein bisschen stärker leistungsorientiert, sage ich mal. Und hier beim B2Run steht aus meiner Sicht wirklich auch der Spaß an vorderster Stelle, bei vielen zumindest. Das sieht man auch ein bisschen an den Zeiten, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Die letzten, glaube ich, sind also für 8:45 eingeplant mit dem Einlauf, also nach einer Stunde 3/4 ins Stadion. Das ist dann schon eher gemütlicher, würde ich mal sagen. Und deswegen steht eben, wie gesagt, nicht so sehr der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern einfach, dass man auch miteinander Spaß hat. Das ist, glaube ich, das wirklich Sinn- oder Identitätsstiftende an diesem Lauf, wobei man sagen muss, dass innerhalb der Teams, das sieht man auch bei der Stadt München, es da Unterschiede gibt, weil es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die da schon etwas ehrgeiziger sind und auch eine sehr gute Zeit hinbekommen wollen. Und sich auch in meinem eigenen Büro, also wir sind zu 7 im Büro normalerweise und 5 davon laufen heute mit. Einer wird wahrscheinlich relativ weit vorne mitlaufen heute, aber wie gesagt, bei uns teilt sich das auch so ein bisschen in diejenigen, die mehr Spaß haben wollen und die das relativ ernsthaft angehen. Ja, was auch eine große Rolle spielt natürlich hier am Veranstaltungsort, es ist auch, sage ich mal, eine Werbung für den Olympiapark an sich wieder.
Die Veranstaltung findet ja hier im Park statt, ist auf 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gedeckelt. Und wenn ich immer den Startschuss geben darf, so wie heute, und etwas weiter oben stehe, dann sehe ich eben, dass es wirklich voller Menschen ist. Und die laufen alle durch diesen wunderbaren Olympiapark. Und ich glaube, was schon ein einmaliges Erlebnis auch ist, ist dieser, das Ankommen, muss ich aufpassen, das Wort nicht wieder verwende, wie vorher, das Ankommen im Olympiastadion. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was wirklich sehr zu der Atmosphäre dieses Laufes beiträgt. Und für die Stadt München spielt es natürlich auch eine Rolle, dass es für uns wichtig ist, uns auch als Breitensportstadt hier darstellen zu können, durch den Veranstaltungsort, aber auch dadurch, dass so viele Menschen aus der Stadt hier teilnehmen. Es könnten ja auch noch mehr sein, wenn die Deckelung nicht wäre. Und das ist für uns natürlich auch ganz wichtig, auch im Hinblick auf unser Image als Sportstadt, das sich ja nicht nur aus dem Profifußball eigentlich speisen sollte. Ja, und der angenehme Nebeneffekt dieses ganzen Laufes ist auch noch, dass ein soziales Projekt der Stadt München unterstützt wird, auch dieses Jahr wieder. Ein Projekt, das auch von der Stadt unterstützt wird, aber da hören wir nachher vom Herrn Fröber sicher noch einiges dazu. Und das ist auch wirklich ein wunderbarer Nebeneffekt, für den wir uns auch von Seiten der Stadt her ganz herzlich beim Veranstalter auch bedanken möchten, bei den Veranstaltern, dass diese Spende dann auch möglich ist an dieses soziale Projekt. Und ich glaube, da ist das auch ein sehr gut angelegtes Geld. Also ich freue mich heute auf jeden Fall schon sehr, muss mir dann nachher nur kurz umziehen, habe heuer die Startnummer 13.647. Ich hoffe, dass ich ein bisschen früher ins Ziel komme, aber ich glaube fast nicht. Also es wird sich so um den Dreh wahrscheinlich bewegen und kann nur hoffen, eben, dass das Wetter schön bleibt und dass alle gut ankommen. Was bei so einer Wetterlage ja schwierig ist, ist, dass man auch selber seine eigenen Grenzen ein bisschen einschätzen muss und dann vielleicht lieber ein bisschen langsamer läuft, um nicht zu provozieren, dass dann die Rettung um die Ecke biegen muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig heute bei der Wetterlage, aber ich denke, es hält auch. Und wie gesagt, für uns ist es als Stadt München, als Arbeitgeberin, wir sind ja mit die größte Arbeitgeberin in dieser Stadt, ein sehr identitätsstiftendes Ereignis für die Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind sehr froh, dass es diesen B2Run hier in München gibt.